Servus Leute, willkommen zurück zu Mass Effect. Wieder fast eine Woche her, aber das liegt jetzt nicht daran, dass ich keine Lust auf das Spiel habe. Doch, eigentlich schon. Eigentlich habe ich keine wirkliche Lust auf das Spiel, aber es muss fortgesetzt und beendet werden. Das ist eigentlich gerade der einzige Grund, warum ich das Spiel überhaupt spiele. Oder überhaupt noch spiele. Weil ich glaube, das ist so ein Spiel, das sollte man privat spielen. Jedenfalls fast eine Woche her, weil Arbeit und so und es ist jetzt wieder Wochenende, deswegen kann ich mich da jetzt dran setzen. Wir waren hier bei diesem, was weiß ich was, das ist Trojaner, ist das Ding, glaube ich. Ich will eigentlich die Viecher da killen. Nee, so links. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich will. Geh drauf, du Torianischer Knoten. Ich habe schon Torianischer Koten gelesen. Aber ich weiß, wenn ich vorrenne, dann giften die Viecher wieder. Ach, scheiß drauf. Moment, ich könnte. Bevor irgendein Viech kommt. Ja. Super, jetzt. Ja, es explodiert alles. Hier ist ja Giftviecher. Ja, hau ab. Moment. Andere Waffe. Hier, frisst Blei, ihr Mistviecher! Oh, das Ding überlebt aber schnell. Weg! Bin ich jetzt? Bleib zurück, Mistvieh! Gut. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Oh, jetzt mache ich mehr Schaden. Wenn die Viecher weg sind. So. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Ist alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Es geht mir gut. Jedenfalls wird es das bald wieder. Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Venesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Venesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend. So kam Venesia vom Weg ab. Wollen Sie damit sagen, dass Saren den Verstand anderer kontrollieren kann? Venesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache und seine Ziele. Die Macht seines Einflusses ist beunruhigend. Venesia wollte den Fluss umlenken und wurde fortgespült. Asari-Matriarchinnen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie sie es noch nie gesehen haben. Ennet is Sovereign.
Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Sie werden mit Sarens Willen geimpft. Der Prozess ist subtil, kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich. Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Turianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Turianer zu stärken. Saren überlegt nicht lange, wenn es darum geht, seine Leute zu verraten. Er hat auch recht schnell den Turianer verraten. Als er hatte, was er wollte, befahl er seinen Geht, alle Beweise seiner Existenz zu vernichten. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Turianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Was ist der Dechiffrierer und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen, aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Turianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Dann hat der Turianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken? Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Turianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden, es existiert einfach. Ich brauche dieses Wissen, um Saren aufzuhalten. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie sich zu entspannen, Commander. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich habe ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von ihnen. Alles in Ordnung? Was ist da gerade passiert? Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Wir sollten zum Schiff zurückkehren, wo man sie beobachten kann. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Da Sie jetzt von dem Turianer befreit sind, was planen Sie da als nächstes? Wenn Sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an Ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung leisten. Die Kolonisten werden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Sie werden froh sein, sie an ihrer Seite zu haben. Danke, Commander. Möge das Schicksal Ihnen immer gewogen sein. Sie haben es wenigstens versucht und einige gerettet. Das ist mehr, als den meisten gelungen wäre.
Trotzdem, vielen Dank. Wir fangen von vorn an. Nur nicht hier. Was für eine Psychoshow. Ich habe nichts verstanden von dem, was hier gerade war. Außer, dass jetzt irgendwie die Generation eines Volkes irgendwie mal hingepflanzt sind. Und ja, das mit dem Überleben der Retten und so weiter. Ich weiß, aber ich bin dafür einfach zu faul. Shiala. Ich werde hier bleiben, bis der Letzte ihrer Art fort ist. Ich schäme mich für das, was hier passiert ist. Leben Sie wohl, Shiala. Leben Sie wohl, Commander. Das war die Frau von gerade eben. Für Ihre Suche. Ja, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich es auch wirklich wissen will. Ob ich es wirklich wissen will. Normandie. Bevor mein PC abstürzt oder irgendwelche Scheiße passiert, weil heute ist ja auch Unwetter. Hab ich lieber gespeichert. Nochmal dieses kranke Zeug alles sehen? Nee. So, laufe ich in die richtige Richtung? Wahrscheinlich nicht. Doch, tue ich. Perfekt. Dass ich nicht rennen kann, ich finde das bescheuert. Normalerweise kann man in jedem moderneren Spiel solche Art rennen. Und hier irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Ich meine, sogar in Halo Reach kann man rennen. Ja, da braucht man zusätzliche Ausrüstung, aber man kann es. Und, ich habe schon genug über das Spiel gesagt. Es tut mir auch irgendwie leid, dass ich so über das Spiel, ja, so darüber läster oder wie auch immer, aber ich versuch's. Also es hat positive Aspekte, definitiv, aber es kommt überhaupt nicht so rüber im Let's Play für mich. Privat ist es vielleicht anders, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das Spiel einfach nicht Let's Play tauglich. Das kann ja auch sein. Ja, wenigstens ist Wochenende und da kann ich in aller Ruhe aufnehmen. Ich will sowieso noch ein gewisses anderes Spiel aufnehmen. Dekontamination aktiv. Es wird zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich auch schon laufen. Das sollte, wenn ich mich wirklich dafür entscheide, Little Nightmares sein. Commander, Sie wirken so blass. Leiden Sie unter den Nachwirkungen der Dechiffrierung? Es braucht nur eine Weile, bis die Dechiffrierung wirkt. Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich besitze große Fachkenntnisse über die Proteaner. Wenn ich jetzt unser beider Bewusstsein verbinden würde, können wir vielleicht einige Bilder deuten. Tun Sie es, aber beeilen Sie sich, wir haben nicht viel Zeit. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Meine Forschung. Ich hätte nie gedacht, dass... Tut mir leid. Diese Bilder waren so real. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Erfahrung so intensiv wäre. Sie haben einen bemerkenswert starken Willen, Commander. Was Sie durchgemacht und gesehen haben, hätte jemanden mit schwächerem Willen vernichtet. Haben Sie irgendetwas gesehen? Der Sender auf Eden Prime muss stark beschädigt gewesen sein. Es fehlen große Teile der Vision. Die Daten, die dem Commander übertragen wurden, sind unvollständig. Sie müssen doch irgendetwas gesehen haben. Im Grunde habe ich ja die in Ihren Visionen enthaltenen Daten lesen können. Zumindest das, was da war. Aber etwas fehlte eben. Saren muss die fehlenden Informationen haben. Vielleicht hat er einen anderen Sender gefunden. Wenn wir die fehlenden Daten der Vision finden könnten, dann... Oh... Tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Dr. Chakwas sollte Sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Ich habe den Bericht über Pharos gesendet, Commander.
Soll ich sie zum Rad durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Commander, Exo-Jenny hätte uns von dem Torianer erzählen sollen. Dann hätten sie es wesentlich einfacher gehabt. Nur schade, dass sie ihn nicht für Studienzwecke gefangen nehmen konnten, anstatt ihn zu vernichten. Der Torianer kontrollierte die Gedanken seiner Umwelt. Er hätte jeden, der ihn hätte untersuchen wollen, genauso kontrolliert. Ich stimme Ihnen zu, Commander. Es ist eine Schande, dass die Kolonie nicht gerettet werden konnte. Sie überraschen mich, Shepard. Ferros war eine menschliche Kolonie. Ich hätte erwartet, dass Sie die Menschen um jeden Preis hätten retten wollen. Ich hätte die Kolonie lieber gerettet, wenn es eine Chance gegeben hätte. Aber leider hatte ich keine Möglichkeit dazu. Manchmal muss man unbequeme Entscheidungen fällen, Commander. Es ist gut zu wissen, dass Sie dies verstanden haben. Leben Sie wohl, Commander. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht. Wieso hat dieser Rat eigentlich so viel Unsympathler? Naja. Das ist doch nicht auszuhalten in dem Spiel hier. Gut, Karte der Galaxis, die werden wir uns beim nächsten Mal angucken. Jedenfalls werde ich hier jetzt den Part beenden, weil jetzt musste ich mir Psycho-Show zweimal geben. Na, das war Mass Effect. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.